Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Werder Weekend League. Bilanz ist 4:6. Euch erwarten Dramatik und die darauf folgenden Rewards. Viel Spaß dabei. Abfahrt! Bist du bereit, Micha? Bist du bereit für das absolute Geschwitze? Denke schon. Okay. Dann man go. Scheibenkleister. Ah, das sowas kannst du immer nicht verteidigen. Er darf einfach durchdribbeln. Kannst du wieder nicht ran. Ach, ist das bitter. Komm! Komm, Micha! Schmied! Schmied mit dem 2:2, Junge! Abseits! Ey, abseits, Junge! Ey, niemals! Oh mein Gott, das muss doch abseits sein. Oh, das muss doch abseits sein. Nochmal einen nachgelegt. Bitter. Oh, wir kamen so schön ran und machen es 2:2. Das ist so schade, Mann. Wir sind gebrochen nach dem 2:2. Kam irgendwie ein Knick. Schade, schade. Schade, schade, Freunde. Heftig, heftig. Oh, was eine Granate! Lücke, Junge! Granatenlücke! Da war die Lücke, da war die Lücke, Junge. Und da ist die Lücke Nummer 2, Junge. Ah, war klar. Irgendwann muss das passieren. Wir können uns nicht mehr befreien. Ah, ist das ein Mist, Alter. Am Anfang ging es echt gut. Yes, Mann. Was ein Kampf, was ein Krampf. Oh mein Gott. Gott. Povlas hat uns hier den Hintern gerettet. Wahnsinn, ey. Dauerdruck vom Gegner. Haben wir irgendwie überlebt. Danke, Povlas. Gott, oh Gott, oh Gott. Full Werder ist wieder back hier. In the house. Und wir gehen rein hier. Jo, da ist der Lücke, Junge. Lücke. Nee, Duxi war's. Mensch, Micha! Der Duxi! Ja. So ein Ding macht halt einen Salat dann rein, ne? Jo! Der Duxi ist wieder da! Mighty Duck, Junge! Mighty Duxi! Golasso! Ah, schade, ich wollte mich noch dazwischen schmeißen. Eieiei! Das war so klar, Freunde, das war so klar. Ah, es ist halt brutal. Es ist halt brutal. Ach, ist das brutal. Ah, da vorne den Ball verloren, ganz dumm. Das wäre vielleicht eine Chance für uns gewesen, aber leider kriegen wir so das Gegentor. Elfmeter! Elfmeter! Komm, Micha! Thank you.
Lücke! Nein. Nein. Leider Missverständnis. Und da ist das Ding drin, Junge. Duxi! Duxi! Ja! Yes, Mann! Was? 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 Das tut so weh. Das tut so doll weh gerade. Ach. Ist schon sehr merkwürdig. Würde ich jetzt behaupten. Ganz merkwürdige Sache. Vor allen Dingen müssen wir uns jetzt eine Niederlage reinschreiben, die wir gar nicht bekommen haben. Ne? Das ist halt so bitter. Fünf plus sieben sind 12. Das ist schon krass. Okay, let's go. Nur Verrückte unterwegs hier. Duxi Boy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kotzt mich wieder an, ey. Das kotzt. Als ob der ankommt. Ich glaube, ich kotze gleich. Ist das bitter.
Schade, schade. Ah, die Niederlage tut wieder weh. Okay, ab geht's. Hat's also endlich geklappt für einen Gegner. Oh, Assalé! Assalé, Assalé! Rap, 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 rap! Oh mein Gott, die dicke Möglichkeit! Oh, rap, Mann, rap! Nein, nein, er schießt nicht. Ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Schönfelder, komm! Oh, Rapp! Rapp, Junge! Der Rapp war's! Nikolai! Rapp! Bitte nicht. Bitte nicht. Ah, Mann, tut das weh. Au, 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 tut das weh, Mann. Alles gegeben, ey. Alles gegeben. Komm. Oh, scheiße. Weiser! Das meine ich nämlich, Freunde. Normalerweise fängt er die Dinger einfach ab. Das geht einfach nicht mehr. War das nicht so? Oh, Mann. Ah, brutal. Brutal. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Zeitverschwendung. Ich gehe da raus. Macht keinen Sinn. So, Freunde. Machen wir noch ein Spiel? Jawohl! Füllkrug! Lücke! Golasso! Gol, 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 Golasso! Ich dachte erst, ich guck nicht richtig. Was macht der Gegner da? Er hat keinen Bock mehr. Golasso! Bittencourt! Auf geht's! Yo, Pavlas! Du Maschine!
Jawohl! Bilanz 7 zu 11. Wir brauchen 2 Siege aus 2 Spielen. Ist das möglich? Fragezeichen. Duxi, Junge! Ja! Er macht ihn rein, Junge! Er macht ihn rein, der Dux! Was für eine kranke Dings hier. Aktion. Oh, marvelous. Bam! Assalé! Assalé, Junge! Was? Bam, Junge! Oh, nee. Was hier passiert schon wieder? Freunde, wir haben das Endspiel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben das Endspiel um den 9. Sieg. Geisteskrank. Geisteskrank, Mann. Wahnsinn. Wahnsinn. Junge. Man kann jetzt immer noch sagen, ja, war trotzdem super, aber jetzt möchte man auch den 9. Sieg holen. Jetzt möchte man auch den 9. Sieg holen. Okay, ihr Lieben. Gehen wir's an. Entscheidungsspiel. Entscheidungsspiel. Abfahrt. Yes, baby! Duxch. Kannst du nicht verteidigen, diese scheiß weiten Bälle, Mann. Agu! Felix! Kannst sie nicht aufhalten. Kannst sie nicht aufhalten. Es ist so krass. Mann. Mann, ey. Mann, 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 was? Wieso krieg ich keine Ecke dafür? Warum schieß ich schon da?
Duxi. Füllkrug war's, sorry. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Alter, das gibt es einfach nicht. Immer dieser Vinicius. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, bitte nein, nein, bitte nein. Bitte nein. Bitte nein. Bitte nein. Das ist brutal. Das ist so brutal. Das ist so brutal, ey. Was willst du machen? Naja. War trotzdem mega geil, hat Spaß gemacht. Wir gehen die Boys nochmal kurz durch. Fangen an natürlich beim Torwart. Überragend. Pavlenka überragend teilweise gehalten. Uns bestimmt 2-3 Siege geholt alleine quasi, oder? Absoluter Wahnsinn. Pavlenka, Maschine. Friedel und Toprak, ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie agiert, ne? Fand ich schon stark in der Innenverteidigung. Agu, absolut, links, ganz, ganz oft mit dem lieben Schmied hin und her, ne, hin und her gewechselt, gefühlt. Agu, mega nice. Weiser, ziemlich langsam, aber wenn er mal im Zweikampf war, dann hat er auch gebissen. Assaleh, irgendwie so, dass, ne, mal im Sturm gespielt, mal auf Außen gespielt. Hat wenigstens bisschen Pace. War schon echt nice mit dem. Schmied war auch echt souverän, finde ich. Pässe waren auch gut. Wenn man das gut nennen kann. Nein, war schon echt in Ordnung, der Schmied. Bittencourt, die Zentrale vorne.
hat geregelt. Ja. Lücke Füllkrug. Den einen oder anderen hätte er vielleicht mehr machen können. Das gilt für den anderen Stürmer natürlich auch. Ja, und Dux war richtig krank. Dux war richtig krass drauf. Viele, viele, viele wichtige Buden gemacht. Mega nice. Nankishi, ja, eingewechselt, bisschen Pace mitgebracht wenigstens. Ja, Rapp, habe ich noch das eine Ding da in Erinnerung, wo wir daneben schießen und er dann quasi doch noch in der Nachspielzeit ein Tor macht. War auch okay. Das war's. Hat Spaß gemacht. Mega nice. So, Freunde, wir gönnen uns natürlich auch die Belohnung der Weekend League. Auch wenn es schmerzt. Wenn es ein bisschen schmerzt. Großes Aua, aber es war geil. So, Freunde, wir werden sofort reinschauen hier. Die Rewards von der Werder Weekend League. Abfahrt. Dinje, das ist okay vom Rating her. Das ist völlig okay. Windtime Abraham, what? Wir nehmen den Dinje mit. Dinje for the win. Dann, nächste. Come on, Junge. Oh, nice, nice, nice. Nice. Akanji, sehr geil, sehr, sehr geil. Rugani, Kittel und Akbaba. Wir nehmen natürlich Akanji. Sehr nice. Ja, damit lässt sich doch leben, war doch völlig okay. Von den Rewards her passt das so. Wir schauen uns noch die Packs an. Seltenes Spielerpack, Jumbo seltenes Spielerpack. Komm! Ja, Kramaric. Okay. Jesus. Und der Rest weg. Jumbo seltene Spielerpack. Totti incoming, habe ich gehört. Totti incoming. Oh! Immerhin ein Keen. Immerhin ein Keen. Ist, glaube ich, mein erster Hero, den ich überhaupt ziehe, Freunde. Keen, Junge. Das ist doch okay. Damit kann ich leben. Sehr nice, sehr nice. Gündogan noch mit drin. Na, bisschen noch. Maguire, Morata, Gosens. Ist okay. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Ey, hat mega Spaß gemacht in der Werder Weekend League. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Ey, vielen, vielen Dank, dass du das Video bis zum Schluss geguckt hast. Lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Glocke aktivieren und ein Abo reinhauen. Das wäre super nice. Oder besuch mich gerne auf Twitch. Da bin ich täglich am Start. Danke. Ciao.